Willkommen zurück, meine Lieben, zu Let's Play Tomb Raider War of the Worlds, hier in den Vororten, mitten in der Natur. Sind jetzt hier in einem kleinen Graben gelandet. Und hier sind überall solche Rohre. Boah, da geht's ganz schön tief runter. Heieiei. Okay. Ja, da würde ich sagen, schauen wir uns das doch einfach mal an. Wofür das denn hin, das Ganze? Hier ist schon mal ein bisschen Munition. Weiter würde ich hier nicht laufen wollen, weil wir dann nämlich aufgespießt werden vom Stacheldraht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hier runter. Schätze mal, das wird jetzt rutschig. Speichern lieber mal. Ja. Oh, das ist das Loch von eben. Und unten sogar noch ein bisschen Wasser drin. Okay, irgendwie hatte ich das im Urin, dass das schief geht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie vorher abspringen oder so. Oder andersrum rutschen. Ich weiß es noch nicht so genau. Das war auf jeden Fall schon mal nix. Da ist sie nicht abgesprungen. Wir probieren es mal andersrum. Und dass wir uns hinhängen. Oh, das geht auch nicht. Also das ist echt eine fiese Stelle. Da muss man wirklich rechtzeitig abspringen. Yes, das hat geklappt. Und hui. Cooler Effekt. Gruselige Musik. Das war gerade echt gruselig. Okay. Wer lebt hier? Luthers? Alter Schwede, ey. Ich krieg grad Gänsehaut. MD, das ist ja ekelhaft. Versuchen die hier den Virus zu zerstören? Dem sie zerhacken und verbrennen? Da liegt ein Letter, glaube ich. Das erklärt's vielleicht. Und es erhängen, ja, super. Das ist ja auch krass, ey. Alter Schwede. Heftig. Wir gehen jetzt gerade mal in die Letters. Was soll das denn bedeuten? Geschenke des Bauches, Geschenke des Wassers, Geschenke der Kleidung, Geschenke der Gesundheit und Geschenke des Lichts. Okay. Okay. Hab jetzt nicht so wirklich verstanden, aber ich glaube, für das Spiel ist es jetzt nicht relevant an der Stelle. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal Feuer. Das brauchen wir, das ist wichtig. Wir lassen das aber gerade erstmal hier liegen, weil dann stört es nämlich nicht. Wo liegt es denn jetzt? Da. Müssen wir uns merken, beim Tisch. So, hier ist überall jetzt. Das ist echt krass, da wird einfach diese Krankheit gegrillt. Oder essen die das? Essen die den Virus, die Pandemie? Ekelhaft. Achso, rückwärts rollen kann sie ja nicht. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Also hier kann man irgendwie draufklettern, aber... Ach, hier geht's auch hoch, oder? Aber ich glaube, das müssen wir jetzt irgendwie rausfahren. Dass wir da drauf können. Hier haben wir ein bisschen Wasser. War of the World steht hier. Pray, 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 pray. Beten, beten, beten. Sonst hilft nichts mehr. Außer beten. Da glaube ich mittlerweile, das ist aber auch. Also ich glaube, hier hilft wirklich nur noch beten. Das ist ja so eine verfahrene Situation. Das ist schon übel. Also wir hoffen natürlich immer noch, dass wir dieses Medikament finden, was irgendwie die Welt von dieser Pandemie irgendwie beschützt. Das ist ja unser großes Ziel. Und wir schaffen das mit Lara bestimmt. Ich bin da zuversichtlich. Bis jetzt haben wir mit Lara ja alles geschafft. Aber ich glaube, das ist so dieses krasseste Abenteuer, was wir mit Lara bis jetzt je erlebt haben. Ach, ich dachte, das ist ein...
Munition, okay, dann halt nicht. Aber man kann da bestimmt rüber. Da scheint auch so ein Schalter zu sein. Darunter wollen wir, glaube ich, nicht. Wir probieren das auf jeden Fall mit einem langen Sprung. Das geht. Und dann können wir das mal reinschieben. Ist ja so ein Schalter. Ah, okay. Müssen wir die alle anmachen, die Lichter, oder reicht da eins? Für eine Kiste muss man, glaube ich, nichts machen. Hier ist noch was. Dosenfutter. Na, lecker. Aber brauchen wir. Können wir auch mal Lara was gönnen? Ess doch mal was, Mädchen. Du kannst doch nicht hier die ganze Zeit nur hungern. Da, Food. Geht gar nicht. Wieso? Haben wir volles Leben oder was? Seit wann das? Okay. Dann halt nicht. Lara hat keinen Hunger. Dann geht's halt hier weiter im Text. Hier liegt nichts mehr. Das heißt, wir können wieder zurück. Das war dann wahrscheinlich wirklich für den Schalter gedacht. Frage ist nur, wie kommt man am besten zurück? Oder kann man auch da unten lang? Probieren wir es mal. Das sind auf jeden Fall Spieße. Ugh, ja, die uns auch aufspießen. Na, super. Sehr nett. Sind da überall Spieße da unten oder kann man auch irgendwo dahin? Sieht mir allgemein sehr tödlich aus da unten. Okay. Aber vielleicht geht der Sprung auch so. Ja, geht auch so. Oh Gott. Das sind die Lutos, oder? Die Lara gemeint hat. Ah, das mit der Armbrust weiß ich nicht. Wir nehmen mal... Was nehmen wir denn? Schrotflinte ist doch gut. Ja. Okay. Das muss schneller gehen. Weil man kann ja nicht zwischendrin einfach mal so schnell ein Medipack nehmen. Aber dafür ist auf jeden Fall gut, dass wir schon mal volles Leben haben. Das ist schon mal sehr wertvoll. Und jetzt machen wir das nochmal. Nehmen schon mal direkt die Waffe und stürzen die Gegner. Dann schaffen wir das auch. Let's go. Sind alle schnell tot hier. Aber die sehen auch schlimm aus. Die sehen nicht sehr gesund aus. Aber ich glaube, hier in der Welt ist momentan keiner mehr gesund. Sehr schön, wir haben Munition gefunden. Und, achso, die zwei kamen von hier, da sind wir selbst hergekommen. Weil ich gerade auch mal irgendwo noch hoch kann. Da ist noch so eine Leiter, die man nochmal hochklettern könnte. Und die Tür ist aufgegangen. Schauen wir da erstmal rein. Ach, das ist wieder das Spielchen. Das kennen wir ja noch vom letzten Level. Und da geht's auch noch hoch. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Jetzt machen wir erstmal das hier. Yes. Ach, das ist ein Zeitding. Oh, 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 oh. Das wird sportlich. Das ist das hier. Das wird auf jeden Fall nichts mehr. Da müssen wir uns ranhalten. Okay, dann probieren wir erstmal gerade die anderen Dinge aus. Und zwar einmal hier hoch zu klettern. Geht das überhaupt? Ich glaube, da muss man tatsächlich über die Rampe irgendwie. Ja, dann geht's. So, und jetzt links. Wir sollen immer noch beten, 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 beten. Für Lara ein Fremdwort. Wie cool ist die gerade da rumgelaufen? Habt ihr das gesehen? Das Spiel beeindruckt mich immer wieder.
Und das ist sogar ein Secret. Cool. Da hat sich der Abstecher hier hoch doch definitiv gelohnt. Zeitspiel machen wir gleich. Ich will jetzt erstmal testen, ob man vielleicht von hier sogar noch an die Leiter kommt. Ja, und die Frage ist, wie kriegen wir unsere Fackel wieder nach oben? Ich glaube, von hier wird es schwierig, da hochzukommen. Ja, da hängt man so ein bisschen fest. Da kommt man, glaube ich, nicht dran. Müssen wir jetzt die Fackel mitnehmen? Das weiß ich halt nicht. Muss man die Fackel mitnehmen oder nicht? Ich glaube, es geht gar nicht, oder? Wir probieren das jetzt erstmal hier mit dem Zeitspiel. Vielleicht erschließt sich das Ganze noch und es öffnet sich noch ein anderer Ausgang oder so. Speichern jetzt davor mal. Und dann müssen wir sofort los. Aua. Nochmal. Es war nicht passgenau. So, jetzt läuft die Zeit erst. Wir speichern dazwischen. Da hoch, Lara. Mensch, was machst du denn? Okay, das war schon mal nix. Lara macht, was sie will. Die Frage ist halt, wie kann man da am besten hochkommen? Mit so einer Rolle halt, aber kann sie ja nicht. Ich muss jetzt gerade mal ein paar Trockenübungen machen. Ne, den in der Luft kann sie nicht. Den in der Luft rumdrehen. Der wäre jetzt wichtig gewesen. Da müssen wir irgendwie seitlich wahrscheinlich kommen. Weil Lara den Move nicht kann. Sehr seitlich. Dass sie dann vorne wegrutscht. Weil Rückwärtsrolle kann sie ja auch nicht. Das sind ja so diese... Oder so. Das ist doch gut. Es ist nur die Frage, wie kommen wir da jetzt hoch? Und wo müssen wir hin? Das war, glaube ich, falsch. Aber ich glaube, so kann es gehen. Aber wir haben nicht viel Zeit, uns da rumzudrehen. Aber das kann sie ja wiederum. Also, das kann gehen. Kriegen wir hin. Vielleicht auch einfach so. Und dann, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das ist das Problem. Wahrscheinlich dann an die Leiter, oder? Kann das sein? Wir müssen bestimmt an die Leiter. Ich speichere jetzt nochmal auf einer anderen Stelle. Ach ja. Und dann an die Leiter. Okay. Das macht Sinn. So, und jetzt schwingen und darüber. Das hätten wir niemals mit Fackel geschafft. Das heißt, die müssen wir irgendwie noch nach oben bekommen. Aber jetzt klettern wir erstmal hier rein. Okay. Jetzt mal gucken, ob irgendwo noch was liegt. Vor lauter Details hier. Man sieht vor lauter Details die Sache nicht. Ah, ein Schalter. Hoffentlich öffnet der uns unten was, mit dem wir hier wieder rauskommen aus diesem Drecksloch. Mit der Schlange habe ich jetzt hier nicht gerechnet. Scheint aber nicht vergiftet zu sein. Und das hier ist das große Loch. Und da haben wir jetzt wahrscheinlich oben eine Plattform. Ja, mit der wir dann da wieder hochkommen. Alles klar. Sehr schön. Das ist doch gut. Was ist das hier? Eine Stange. Also müssen wir da hoch. Unsere Fackel bleibt erstmal hier. Wenn wir was verbockt haben, dann wechseln wir halt kurz das Level nochmal. Und dann müssen wir unsere Fackel wieder im Inventar haben. Also das kriegen wir hin.
Okay, dann klettern wir jetzt erstmal, obwohl weit geht's gar nicht. Wir müssen erstmal gucken, wo wir hin müssen. Ach ja. Okay. Das macht Sinn. Also man muss auf jeden Fall in diesem Spiel hier alles nutzen. Also es sind nicht irgendwelche sinnlosen Stangen da, die halt einfach da sind, sondern das meiste hat wirklich irgendwie einen Zweck und einen Nutzen, was ich echt cool finde. Es ist halt die Frage, wo kommen wir denn jetzt hoch? Ach ja, da ist noch so eine Stange. So kann man bei Tomb Raider Custom Levels Aufstiege realistisch gestalten. Nur die Frage, wie nimmt sie das am besten? Oder müssen wir vielleicht ein bisschen seitlicher irgendwie rangehen? Ja, das geht. Sehr schön. So muss das sein. Die Frage ist nur, was haben wir da unten jetzt bewirkt? Achso, es geht ja andersrum. Ich denke mal, wir müssen rückwärts abspringen. Aber das ist in dem Spiel irgendwie andersrum. Ich weiß halt nur noch nicht, was jetzt der Mehrwert davon war, dass wir da unten waren. Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Wir haben zwar ein Feuer gefunden, aber wir konnten ja die Fackel so nicht mitnehmen. Und jetzt können wir wieder hoch. Gut. Ja. Oder kann man jetzt... Ich habe eine Idee, was die Fackel betrifft. Wir gehen da nochmal runter. Weil sonst hat das ja alles keinen Sinn gemacht. Wir brauchen ja das Feuer hier oben. Sonst können wir ja das nicht anzünden. Deswegen gehen wir jetzt gerade nochmal hier runter. Das heißt, wir müssen jetzt aber hier eigentlich... Aber wir springen mal lieber. Okay, das war nix. So. Auch das war nix. Das ist echt krass, aber ich glaube, das ist ein anderes Loch, oder? Das ist auch gar nicht das Loch von eben, sondern ein anderes. So war das. Jawohl, jetzt sind wir wieder hier unten. Haben die Fackel. Aber das bringt uns ja jetzt nichts. Mit der kommen wir hier nicht raus. Aber was anderes macht ja keinen Sinn. Wir brauchen ja die Fackel. Kann man die irgendwo durchschlittern lassen, dass man die oben so mitnehmen kann? Wahrscheinlich nett. Das kann man mit Fackeln in der Hand nicht lösen. Und hier hoch kommt man auch nicht mehr. Das heißt, mit der Fackel haben wir keine Chance. Das heißt, die muss erstmal da unten bleiben. Bis wir da eine Lösung haben. Naja, vielleicht finden wir ja die Lösung schon in der nächsten Folge. Da sehen wir uns dann nämlich hier wieder. Also, bis dann, macht's gut, ciao.